Wie viele Überwachungskameras es in Deutschland gibt, weiß niemand genau. Und über Sinn oder Unsinn dieser Beobachtungsgeräte herrscht Uneinigkeit. Kritiker bemängeln, einfach zuschauen und aufnehmen helfe im Ernstfall nur wenig. Diese Einschätzung teilt nun auch das Bundesministerium für Forschung, das sich allerdings nicht weniger, sondern smartere Videoüberwachung wünscht. Deshalb fördert das Forschungsministerium 11 Projekte im sogenannten Themenfeld Mustererkennung, die die Einsatzmöglichkeiten von vernetzten Kamerasystemen untersuchen sollen. Wolf-Dieter Lukas erklärt, warum. Die Frage ist doch, habe ich dadurch mehr Sicherheit, dass dort eine Kamera ist und irgendjemand sich diese Videodaten in Echtzeit anschaut? Da sind viele Bildschirme. Ich will Ihnen eine ganz einfache Situation schildern. Jemand stürzt oder wird gestürzt ins Gleisbett. Derjenige, der vor den vielen Bildschirmen sieht, wird dieses ganz sicher, wenn es schnell passiert, nicht erkennen. Der sieht, er hat sich gerade was verändert, guckt hin, die Situation ist schon passiert. Heute kann moderne Software so einen Fall sofort erkennen. Systeme, die automatische Hilfe rufen? Das klingt erst einmal vernünftig. Wie komplex solche sogenannten Sicherheitsassistenzsysteme allerdings wirklich sind und vor allem zu was sie in der Lage sind, zeigt beispielsweise CamInSense, eines der 11 geförderten Forschungsprojekte. CamInSense ist ein intelligentes Videosystem, das Sicherheitspersonal zum Beispiel an Bahnhöfen auf potenzielle Gefährdungssituationen aufmerksam machen soll. Monika Seester von der Uni Hannover hat daran mitgearbeitet. Also in dem Projekt haben wir verschiedene Bewegungsmuster identifiziert, die potenziell als verdächtig gelten können. Und dafür haben wir Algorithmen entwickelt. Also das fängt an mit bestimmten Bewegungen, ob ich jetzt schnell oder langsam laufe. Das könnte schon was Verdächtiges sein. Also wenn ich jetzt was geklaut habe, dann renne ich wahrscheinlich sehr schnell weg und das wäre dann ein Muster, was sicherlich identifiziert werden sollte. Mit dieser Technologie kann CamInSense nicht nur automatisch Alarm schlagen, wenn das System eine Gefährdungssituation entdeckt. Es soll darüber hinaus dem Sicherheitspersonal ermöglichen, Verdächtige mit flexibel steuerbaren Kameras zu verfolgen. Und das ist erst der Anfang der Möglichkeiten. Wenn jetzt ein bestimmter Mensch ein bestimmtes Verwegungsverhalten aufweist, das heißt, er läuft immer schwankt nach links oder schwankt in eine Richtung, in einen bestimmten Rhythmus, dann ließe sich aus einer solchen Bewegungsspur eventuell Rückschlüsse auf ein Individuum ziehen. Mit solchen Systemen könnte man Personen über die Grenzen einzelner Kamerasysteme hinweg verfolgen. Wo auch immer eine Kamera sie erfasst, werden sie auch erkannt. Und das funktioniert natürlich nicht nur mit Verbrechern oder Verdächtigen, sondern mit jedem Bürger. Der Bundestagsabgeordnete Herbert Behrens sieht in dieser Technologie eine Reihe ungelöster Probleme. Vor allem die schiere Anzahl an Projekten zur Mustererkennung und deren potenzielle Verbindung bereitet ihm Sorge. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es Forschungsprojekte gibt, in denen die hier gewonnenen Daten und die dort gewonnenen Daten miteinander verknüpft werden können, dann kommen wir zu Bewegungsprofilen. Dann kommen wir zu einer richtigen Möglichkeit, Menschen auszuspähen, auszuforschen und sogar zu erkennen. Weil neue Software bietet eben auch, einzelne Gesichter zu erkennen, Gesichter zu identifizieren und Gesichter auch Namen zuzuordnen. Die Dystopie eines Bevölkerungsscanners, der in Echtzeit und permanent Menschen identifizieren und verfolgen könnte, wo auch immer sie sich in der Öffentlichkeit zeigen, ist dank der Mustererkennungstechnologie keine Science-Fiction mehr. Zwar ist eine solche Totalüberwachung in Deutschland weder politisch gewünscht noch juristisch möglich. Im Ausland interessiert deutsches Recht aber niemanden. Wir wissen, dass eben zwei Firmen, die auch im Afghanistan-Krieg entsprechende Mittel verkaufen, Geräte verkaufen, involviert sind in gezielte Tötungsaktionen, kann man sagen. Mit ihren Produkten werden entsprechende Angriffe gestartet. Und von daher, denke ich mal, gibt es da eine bunte Mischung von Interessen, die dahinter stecken. Dass diese Technologien auch militärisch genutzt werden können, das ist auch dem Forschungsministerium klar. Und zu den Auslandsaktivitäten der beteiligten Firmen schweigt man dort. 27 Millionen Euro an Steuergeldern hat das Ministerium seit 2008 zur Erforschung von Mustererkennung verteilt. Was mit den Ergebnissen dieser Forschung passieren wird, ist heute noch nicht abzusehen.